Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Klemmbaustein-Lyrik und herzlich willkommen in den ganz geheimen Tipps der Lego-Profis. Zumindest bei der Buchbesprechung von Lego Tricks, die Geheimtipps der Lego-Profis. Und da erstmal vielen Dank an den Hehl Verlag für das Rezensionsexemplar dieses durchaus gewichtigen, im wahrsten Sinne des Wortes, Buch. 400 Seiten hat es nämlich, kostet knapp 20 Euro und ist jetzt 2016 erschienen. Und die Autoren sind Joachim Klang, den kennt man ja vielleicht auch schon von ein paar anderen Büchern, die ich auch hier teilweise schon vorgestellt habe, Tim Bischoff und Philipp Honwielmann. Ja, und die stellen sich hier auch nochmal als sozusagen Lego-Figuren vor. Es gibt natürlich ein Vorwort und dann geht es auch schon ins Eingemachte, nämlich welche Steinearten gibt es. Und wie man auch selber mit einem Messer Hand anlegt, wenn hier auch nur bei Schläuchen. Ja, der Purist wird hier zusammenzucken, allen anderen sei gesagt, das ist die ganz große Ausnahme, dass darüber hier ein Wort verloren wird. Aber Herrgott, warum nicht auch sowas mal erklären? Hier zum Beispiel auch die Zweckentfremdung von Bauteilen, zum Beispiel hier in dem Hund, dass da die Schnauze dann geprägt wird von einer Zunge, die wiederum aus diesem kleinen orangenen Teil besteht, das man normalerweise dafür verwendet, irgendwelche Sachen wieder auseinanderzubauen. Zu bauen. Oder hier, wie man mit Perspektive arbeitet. Und dazwischen sahen wir, wie wir so Action-Szenen zum Beispiel bauen können, sodass es aussieht, als wenn das gerade alles explodiert. Bauanleitung gibt es auch da drin, allerdings nur zwei. Nämlich das eine ist hier dieser Minion. Der wird wirklich ausführlich dann Stück für Stück dargestellt. Und das zweite, das werden wir nachher noch sehen, ist ein Polizeiauto. Dann aber auch gleich hier, wie hier bei dem Minion, dann noch ein paar Ideen, was man daraus dann machen kann. Ansonsten besteht das Buch vor allem aus allen Lebenslagen dieser Welt, vom Möbelstück übers Auto bis hin sogar zur Toilette, wie wir entdecken werden. Wobei dann eben keine Bauanleitungen da drin sind, sondern vor allem viele Detailaufnahmen mit ein bisschen Text, wenn es denn nötig ist, um zu erklären, wie man das und jenes denn hinbekommt. Das bedeutet, das Ganze ist also kein Anleitungsbuch, wo man jetzt sagen kann, wenn ich alles gelesen habe, dann bin ich am Ende der Lego-Profi, sondern es gibt eben Anregungen. Hier zum Beispiel auch für einen Kinderwagen oder Einkaufswagen. Die muss man sich dann mehr oder weniger aus diesen Bildern dann auch selber holen. Die sind zum Glück oft sehr detailliert. Hier ist übrigens die zweite Bauanleitung, die wir hier gerade sehen, von dem Polizeiauto. Da können wir dann auch die Men in Black oder ähnliches dann nachmachen. Oder hier die Blues Brothers. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, Anleitung nicht, aber dafür viele, viele Ideen. Oh, den finde ich auch cool hier, diesen Elvis, wie man dann zum Beispiel auch so einen Baum macht, dass er ein bisschen abknickt, wie man Raumschiffe macht, die fast so aussehen, als könnten sie von Star Wars sein. Hier auch die Eisenbahnen sind drin. Das ist natürlich bei weitem nicht so detailliert wie das Eisenbahnbuch, das ich hier vor einigen Wochen mal gezeigt habe. Hier sieht man zum Beispiel, wie man so schön verwinkelte Gemäuer bauen kann, inklusive Vorhängen, so Schlösser zum Beispiel. Dann hätten wir da noch so Ausstellungen, die man darstellen kann, Banken. Hier sehen wir gerade die Statuen oder auch im Piratenthema, wie man Wasser machen kann, auch in verschiedenen Varianten. Also mehrere Ideen, wie man Wasser darstellen kann. Das sehen wir hier zum Beispiel, eher so ein Fluss oder so was richtig Sprudelndes. Also ich sag ja, viele, viele nette Ideen bis hin auch zum Baum mit Blatt oder auch mit Nadeln. Ja, und gleich werden wir es noch sehen, natürlich die versprochene Toilette. Auch ein bisschen Kunst. Also wer meinen Bericht hier da gesehen hat von The Art of the Brick, der sieht hier vielleicht auch ein paar Anregungen, wie er dann selber mal irgendwann zu dieser Form des Lego-Schaffens kommen kann. Hier, da ist sie, die Toilette. Ja, schön. Nichts Menschliches ist auch dem Lego-Bauer fremd. Ein wirklich schönes Buch mit vielen, vielen Bildern, eben vielen, vielen Ideen für den, der gerne irgendwie mal selber mit den Legosteinen was Neues machen will. Bis hin zu Süßigkeiten sehen wir ja auch gerade. Dafür eben wenig Anleitungen. Also es ist nichts für jemanden, der nur nachbauen will, sondern eben für den kreativen Lego-Bauer, der zum Beispiel auch mal gerne wissen will, das sehen wir hier am Ende, welche Farbe ist jetzt eigentlich bei Lego welche Farbe und bei Bricklink wieder welche Farbe, damit man dann auch die richtigen Steine sich zusammenkaufen kann. Also rundum schön, definitiv empfehlenswert und so gesehen auch vielen Dank nochmal für das Rezensionsexemplar. 20 Euro finde ich dafür aber allerdings auch völlig gerechtfertigt. Ist wirklich ein schönes, dickes Buch und vorne glänzt es sogar. Bis zum nächsten Mal und tschüss.